Offenbar will der russische Diktator Putin nicht nur die Zerstörung der Ukraine. Er blockiert auch die Weizenlieferungen von dort und setzt so den Hunger gezielt als Waffe ein. Darüber kann ich nun sprechen mit Dagmar Prühn, der Präsidentin des Hilfswerks Brot für die Welt. Guten Tag, Frau Prühn. Guten Morgen. Ja, wie sehen Sie das, Frau Prühn, diese These? Setzt Putin tatsächlich den Hunger gezielt als Waffe, als Teil seiner hybriden Kriegsführung gegen den Westen ein? Zum Teil auf jeden Fall. Sie haben gerade kurz in Ihrer Anmoderation gesagt, dass die Häfen blockiert werden für die Getreidelieferungen. Es werden ja auch gezielt Fabriken vernichtet, es wird Werkzeug vernichtet. Und damit wird auf jeden Fall Druck aufgebaut und darunter leiden werden die Menschen im globalen Süden. Schätzungen gehen davon aus, dass aufgrund des Ukraine-Krieges 50 Millionen Menschen mehr hungern werden. Und wie wir auch vorhin in der Anmoderation der Sendung gehört haben, der Hunger steigt weltweit. Denn auch die anderen Gegebenheiten, die den Hunger im Moment steigen lassen, sind ja nach wie vor da. Wir müssen davon ausgehen, dass zurzeit auf der Welt 800 Millionen Menschen hungern. Das sind 100 Millionen Menschen mehr als vor der Corona-Pandemie, denn die Pandemie ist ja alles andere als weg. Zudem haben wir klimatische Veränderungen. Wir rechnen damit, dass es eine Dürre geben wird am Horn von Afrika, aufgrund der noch mal weitere 15 Millionen Menschen hungern werden. Und in all das hinein kommt jetzt die Situation durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Also wenn der Weizen dann als Waffe eingesetzt wird, beziehungsweise die fehlenden Lieferungen, wäre es da nicht allerhöchste Zeit, die Ukrainer zu befähigen, die Seewege freizumachen? Ich glaube, wir müssen ganz stark, wenn wir darüber sprechen, und das erwarte ich mir auch vom Weltwirtschaftsforum in Davos, zwischen kurzfristigen und zwischen langfristigen Lösungen tatsächlich unterscheiden. Kurzfristig ist es wichtig, dass die Weizenpreise, da die Weizenpreise so hoch sind, das Welternährungsprogramm besser auszustatten, weil die Weizenpreise steigen, auch aufgrund von Spekulationen auf dem Weizenmarkt. Und langfristig muss es so sein, dass der globale Süden nicht einfach nur von Weizenimporten aus dem Westen und in diesem Fall aus der Ukraine abhängig ist, sondern dass es möglich ist, viel stärker lokal Getreide, da nicht Weizen, weil Weizenverarbeitung kostet auch viel Energie, sondern Produkte wie Hirse anzubauen. Von daher muss man ganz stark zwischen dem Kurz- und dem Langfristigen unterscheiden. Jetzt fordern Sie ja die Bundesregierung auf, den Druck auf Russland angesichts der aktuellen Situation zu erhöhen. Wie soll denn die Bundesregierung das tun? Ich glaube, es muss vor allen Dingen jetzt darum gehen, wenn wir über Sanktionen sprechen, auch in Davos, dass es weiterhin keine Sanktionen gegen die Weizenexporte aus Russland gibt. Weil dadurch schafft man zumindest den Weg, dass der Export weiter möglich ist. Und das andere, was jetzt natürlich passieren muss, ist ein politischer Druck weiterhin auf Russland, auch in dieser Kriegssituation. Ja, und in welcher Form? Ich glaube, ich muss jetzt mal verstehen, was Sie genau mit Ihrer Frage meinen. Was meinen Sie in welcher Form soll denn die Bundesregierung politischen Druck auf Russland ausüben? In der Form, in der wir das doch jetzt erleben. Also ich meine, das ist doch gerade die Frage von steigenden Sanktionen um den politischen Druck anwachsen zu lassen an der Stelle. Ich frage mich, ob hinter Ihrer Frage steht, dass wir über Waffenlieferungen sprechen. Dann würde ich als Sprecherin eines Entwicklungswerkes da an der Stelle weiterhin vorsichtig sein. Nein, dahinter stand jetzt eigentlich gar nichts an Hintergedanken. Ich wollte nur wissen, wie Sie sich das vorstellen, wie denn der politische Druck zu verstärken sei gegenüber Russland. Nun sagen Sie ja, das haben Sie auch schon angedeutet, es geht ja auch um die Frage von Spekulanten, die sich jetzt aufgrund der aktuellen Lebensmittelknappheit bereichern, die davon profitieren. Wie funktioniert denn das? Welche sind denn solche Spekulanten, die da profitieren? Also wenn wir über die steigenden Weizenpreise sprechen, und dann ist natürlich einmal immer der Punkt, wenn sich
wenn sich Weizenlieferungen verschlechtern, wenn weniger Weizen angebaut oder exportiert werden kann, dass die Preise dann in die Höhe schießen. Nach wie vor ist es aber ja möglich, mit diesen Weizenpreisen tatsächlich zu spekulieren. Und da ist die Frage, ob so etwas nicht viel stärker eingedämmt werden kann. Es gab Versuche unter der Obama-Legislatur, das an der Chicagoer Börse zu tun. Das hat der Präsident Donald Trump dann wieder zurückgenommen. Auch Frankreich scheint durchaus offen für die Frage, ob diese Spekulationen an der Börse nicht viel stärker viel stärker reglementiert werden können. Frau Prün, zum Schluss noch ein Blick auf die Diskussion in Berlin. Da wird ja um die Ausrüstung der Bundeswehr gesprochen. In den nächsten Tagen, möglicherweise gibt es nächste Woche schon eine Einigung in Sachen 100 Milliarden Sonderpaket. Inwieweit ist vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht zu befürchten, dass entwicklungspolitische Ansätze hinten runterfallen? Also ich glaube, die Befürchtung ist immer da, weil es am Ende des Tages ja auch immer darum gehen wird, wie viel Geld ist tatsächlich da. Wir haben auf der einen Seite jetzt dieses 100 Milliarden Sondervermögen. Wir haben weitere 3,4 Milliarden, die weiterhin für Rüstung ausgegeben werden, neben dem Sondervermögen. Und wir haben gleichzeitig einen stagnierenden Etat des Entwicklungsministeriums. Wenn wir jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade aufgemacht haben, vor dieser unglaublichen Hungerkrise auch nur einigermaßen bestehen wollen, dann braucht es weitaus mehr Gelder in der Entwicklungszusammenarbeit als weniger. Es braucht auf keinen Fall eine Stagnation. Sie haben damit begonnen, dass Hunger eine Waffe ist. Also um diese Waffe zu entmilitarisieren, braucht es auf jeden Fall weitaus stärkere Gelder für den Entwicklungsetat. Denn was passiert, ist, dass wir über Sicherheit, tatsächlich über Sicherheit sprechen und nachdenken, als eine, die allein durch Waffen herzustellen ist. Es geht aber viel stärker darum, Sicherheit auch als menschliche Sicherheit zu definieren. Und dann ist der Kampf gegen Hunger eins der wichtigen Kriterien, um eine weltweite Sicherheit herzustellen. Sagt Dagmar Prün, die Präsidentin des Hilfswerkes Brot für die Welt. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit an diesem Dienstag. Vielen Dank.